Lars Bender, Heimspieldebüt im Stadion der Freundschaft. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu und zum Sieg. Wie war es gewesen im Stadion? Ja, also das Ergebnis ist natürlich positiv für uns. Ja, meine persönliche Leistung, damit bin ich eigentlich nicht so zufrieden, aber im Endeffekt geht es um die Truppe. Und wir haben hier zu Hause einen Rückstand gedreht in so einer Situation und das ist ja, der Mannschaft sehr hoch anzurechnen. Wie viel Selbstvertrauen gibt der Sieg heute? Ja, der muss Selbstvertrauen geben. Ich denke, wir hatten auch in den letzten Spielen auch Selbstvertrauen gehabt. Nur ja, haben wir zum Beispiel gegen Karlsruhe einfach nicht das in Tore ummünzen können. Heute haben wir das Ding gedreht, ist gut für die Moral und ja, hoffen, dass es so weitergeht. Wie gut bist du im Team jetzt angekommen schon? Ja gut, man hat, denke ich mal, heute gesehen, dass da schon noch ein bisschen was fehlt. Aber ich versuche mich bestmöglichst einzubringen im Training, die Automatismen weiter kennenzulernen. Und ja, dann wird das schon. Marcelo, erstmal herzlichen Glückwunsch zu dem enorm wichtigen Sieg heute. Und du warst der Doseneröffner mit dem 1:1, was phänomenal aus Sicht des Zuschauers war. Wie hast du das 1:1 erlebt? Also nicht nur ich, aber die Mannschaft war bis Ende hat gekämpft. Wir haben immer noch bei jeder Sekunde, jede Minute geglaubt. Und deswegen haben wir erfolgreich gespielt. Und wie war die Aktion zum einen zu deinem Tor? Es war ja, du hast dich durchgesetzt gegen zwei, glaube ich, Gegenspieler und hast dann noch einen wunderbaren Abschluss gemacht. Sowas trainiert man noch nicht, oder? So was trainiert man nicht, aber man muss versuchen. Ich habe letztes Mal immer zum Tor geschossen. Manchmal habe ich Belohnung gegen Freiburg. Und jetzt, also man muss immer weiter versuchen, das zu machen, weil wir brauchen das. Und zum Glück, weil wir erfolgreich sind. Und ja, ich bin glücklich, dass ich wieder treffe. Die Fans haben euch ausgiebig jetzt gefeiert. Gibt das Mut für die nächsten Spiele? Ja, auf jeden Fall. Die Fans sind sehr, sehr wichtig für uns. Die sollten mit hochkommen, weil die machen uns noch stärker. Viel Erfolg für Mittwoch. Dankeschön.